Dankeschön. Schönen guten Abend. Mein Name ist Frieda Braun. Ihr könnt aber ruhig direkt Frieda sagen, dann haben wir sofort muckelig. Ja, ich freue mich, dass jeder von euch so zahlreich erschienen ist. Und alle so gesund. Und guck mal hier vorne, so schön pausbäckig. Ja, hör auf, es ist ja nicht selbstverständlich. Guck mal, zum Beispiel bei uns im Bekanntenkreis sind die Leute alle krank. Und zwar haben die alle diese Krankheit, warte, die du dir bei der Arbeit fängst. Geht's nicht das mit diesem norwegischen Jungen, also nicht Burnout. Es ist ja so, wenn du arbeitest, dann sammelst du ja Fachwissen. Wohl? Ja, und dieses Fachwissen, das lagert sich im Körper ab. Zum Glück nicht im Scharnier. Aber im Gehirn, im Gehirn. Und du hast ja im Gehirn, man will es nicht glauben, wenn man die Leute so schön frisiert hier sitzen sieht. Du hast ja im Gehirn, also unter der Frisur, hast du ja so Lappen. Drei Lappen hast du da. Ja, ja, das ist wirklich, stellt euch jetzt mal die Vorderfrau, den Vordermann, stellt euch den mal vor mit Lappen auf dem Haar. Und ich sage immer, es ist gut, dass man diese Lappe nicht sieht. Weil wenn du die sehen würdest, dann müsstest du ja morgens vorm Spiegel nicht nur gucken, dass das Haar in Ordnung ist, sondern auch, dass die Lappen nicht kraus sind. Und dann stehst du vorm Spiegel und dann, hüpp, der Lappen, hüpp. Ja, und wenn du jetzt arbeitest, dieses Fachwissen, was sich anreichert, das geht immer in den gleichen Gehirnlappen rein. Also immer hier rein. Immer hier rein. Und dann irgendwann, weißt du, du hast irgendwann dieser Lappen, der saugt sich voll. Der saugt sich voll mit Fachwissen und irgendwann hast du nur Unwucht im Kopf. Und bei diesen armen Menschen, die nicht aufhören können zu arbeiten, da ist irgendwann der Kopf, der neigt sich irgendwann zur Seite. Und da müssen diese armen Betroffenen da den Kopf abstützen. Guck, da sitzt schon eine. Ja, lass ruhig die Hand da, ich weiß, wie das ist. Und da gibt es ja ganz bekannte Beispiele für. Pass auf, ich fange mal an mit einer Frau, die es richtig gemacht hat. Und zwar ist Königin Beatrix aus den Niederlanden. Ist Beatrix. Ist Beatrix ist ja vor ein paar Jahren zurückgetreten, erstmal nur im Sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ist es hier in Brilon auch ausgestrahlt worden? Manchmal denke ich ja, das ganze Niederländische wird nur bei uns im Winterberg ausgestrahlt. Ja, bei uns sind sie ja der Niederländer, wohl? Bei uns sammeln sie sich, du. Oh. Und wir mussten ja, als das vor ein paar Jahren anfing, da mussten wir ja quasi ganz neu sprechen lernen. Wir haben ja vorher immer niederländerfeindlich gesprochen. Wie oft ist das passiert? Hör mal, ich stand im Supermarkt vor der Käsetheke, ohne nachzudenken, habe ich gesagt, ich hätte gerne einen jungen Holländer in Scheiben geschnitten. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist Beatrix den Kopf schön gerade. Richtig schön gerade, also kein Absacken hier zur Seite. Rechtzeitig zurückgetreten. Jetzt nehme ich mal, guck mal, beim Gauk genau das Gleiche. Der Gauk immer den Kopf schön gerade. Der sitzt noch wie frisch angeschraubt. Und auch rechtzeitig geht's der Rücktritt. Jetzt nehme ich mal als Gegenbeispiel ist Elisabeth. England. Da ist Elisabeth, da fragt man sich ja schon seit Jahren, warum trägt es Elisabeth immer Hüte, die hier einen Schwerpunkt haben? Jetzt weiß man es zum Ausgleich. Wenn das Elisabeth den Hut abnimmt, zack.
wieder hoch, wieder drauf, sitzt. Ist Elisabeth eindeutig zu lange im Amt. Eindeutig zu lange im Amt. Das sehe ich nicht nur am Kopf, da brauche ich schon auf die Füße, das sehe ich schon an den Beinen. Und der arme Charles? Ja. Der steckt in seiner Prinzenrolle fest. Der steckt in der Prinzenrolle fest, das ist doch so. Und guck mal, wie alt ist er? Er ist 67. Und immer noch in der Lehre. Es ist so, er ist immer noch nicht wirklich am Arbeiten. Guck mal, und es ist ja auch oft so, wenn jetzt mal sagen, so eine junge Frau, wenn die sich nicht binden will, dann heißt es ja oft, die wartet auf den Prinzen. Ja, jetzt stell dir vor, die wartet, jetzt kommt auf einmal der Charles angeritten. Ja, immer den hast du dir doch anders vorgestellt, den Prinzen. Dann denkst du, was, dafür habe ich mich aufgespart? Der Charles. Ich denke manchmal, was meinst du, was der Charles neidisch ist auf unser Schützenwesen? Guck mal, wie schnell wirst du hier König. Wie schnell. Ja klar, es ist ja auch viel einfacher, einen hölzernen Vogel abzuschießen, als der eigene Mutter aus dem Weg zu räumen.